Egal ob Kronkorken, Spielfiguren oder Banknoten, Christian Heller arbeitet an der Vermessung seines Zuhauses. Jedes einzelne Buch, das in seiner Einzimmerwohnung steht, wird archiviert, plus Lektürenotizen. Genauso seine große DVD-Sammlung. Jeder Gegenstand wird samt Position auf einer Liste verzeichnet und die stellt Heller sofort ins Netz. Alle können dort sehen, was wo in seinem Wohnzimmer steht. Und nicht nur das. Der Blogger und Autor lebt ohne Privatsphäre. Wo er ist, wen er trifft und wofür er Geld ausgibt, all das steht auf seiner Website. Man kann sehen, wann ich was tue. Da gibt es meinen Terminkalender öffentlich, wann ich wo in welcher Stadt bin. Aber auch meinen Tagesablauf, wann ich schlafe, wann ich meine Zähne putze, wann ich arbeite oder einkaufen gehe. Man kann meine Finanzen nachvollziehen, meine gesamten Bargeldeinnahmen und Ausgaben, genauso wie meine Sparkassenkontoeinnahmen und Ausgaben. Und man kann nachvollziehen, welche Objekte meine Wohnung verlassen oder betreten, weil ich darüber Buch führe, um nicht den Überblick über meinen Besitztümer zu verlieren. Heller geht dabei weiter als die meisten. Auch sensible Bankdaten, seinen Drogenkonsum und Details aus seinem Intimleben dokumentiert er im Internet. Damit schwimmt er gegen den Strom. Immer mehr Deutsche fragen sich seit der Vorratsdatenspeicherung und dem Skandal um die NSA, wie sie ihre Daten schützen können. Christian Heller hält dieses Bedürfnis für altmodisch. Wir müssen uns mehr und mehr darauf vorbereiten, wie das ist, zu leben in einer Welt mit immer weniger Privatsphäre. Und ich glaube, da sind so Experimente, wie das meine, irgendwie eine Möglichkeit. Alles immer öffentlich machen. Familie, Freunde und Bekannte stören sich nicht dran. Auch seine Freundin akzeptiert es. Für mich ist das kein Problem. Nee. Ich finde es tatsächlich manchmal recht praktisch, dass ich nachgucken kann, wo ich irgendwann war oder dass ich gucken kann, ob er schläft und dann nicht anrufe. Wen sein Alltagsprotokoll eigentlich interessieren soll, das weiß Christian Heller auch nicht so genau. Für die NSA oder den BND ist sein Leben eigentlich nicht spannend genug. Aber wer will, kann einfach nachschauen.